Liebe Besucher, Kunden und Freunde von Döbele Kunst Mannheim. Am 5. April hätte bei uns die Ausstellung Pantherfrauen zusammen mit den 5 Künstlerinnen aus Leipzig von Dr. Paul Kaiser eröffnet werden sollen. Die Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus lassen dies zurzeit nicht zu. Doch der Einladungsprospekt wurde vorher versandt und jetzt ist die Ausstellung bereits aufgebaut. Wir wollen mit diesem Video Ihre Neugier auf eine spätere Eröffnung oder einen späteren Besuch bei uns erhalten. Die Leipziger Pantherfrauen haben den Sprung in die eigene Freiheit seit langem geschafft. Diese Künstlerinnen waren bereits in der DDR-Zeit zum Aufbruch bereit, indem sie gegen das Dogma der Kollektivität ihren riskanten Eigenwillen stellten und in einer sozialistischen Welt ungebundene Individualität vorlebten. Mit den Mitteln der Kunst wagten sie den Aufruhr. Es ist der lapidare Blick auf die Konstellationen des Sozialen, welche viele der über 30 gezeigten Werke thematisch bestimmen. Dabei überzeugt in den Bildern ebenso das Narrativ eines rebellisch aufbegehrenden Selbstbewusstseins. Überaus deutlich wird dies in Petra Flemmings Selbstbildnis in Paris. Doris Ziegler, Katrin Kunert und Gudrun Petersdorf trugen als Professorinnen und Dozentinnen an der Hochschule für Grafik und Buchkunst dazu bei, dass die Anziehungskraft der Leipziger Malschule die sogenannte Wende überlebte und in einer sich ab dem Jahre 2000 etablierenden neuen Leipziger Schule ihre Fortsetzung fand, zu der auch Isabelle Dutoit zählt. Alle Werke finden Sie auf unserer Webseite und die komplette Ausstellungsliste senden wir Ihnen gerne per E-Mail als PDF-Datei zu.